So. Ich muss jetzt echt außen rum gehen. Okay, das ist ein bisschen dumm. Da bin ich jetzt einfach nur zu blöd. Also hier zwischen komme ich aus unerklärlichen Gründen nicht durch. Okay, ich muss tatsächlich außenrum gehen. Weil so ein Gebüsch einfach mal das größte Hindernis überhaupt ist. Also man da nicht einfach mal sich so dran vorbeischlängeln könnte. Naja. So Umwege laufen, das ist man ja als RPG-Charakter schon gewohnt. Wenigstens tun die was für ihre Fitness. So. Baumstamm. Da kann ich aber nicht rüber, oder? Ah doch. Ja klar. Über diesen schmalen Baumstamm kann man einfach rüber, ohne dass er zerbricht. Wem wollt ihr das erklären? Eine Magiescherbe. Genau, jetzt muss ich so rum. Und da müsste ich eigentlich zu diesem Baum hinkommen können. Ah, zwei von euch. Na gut, geht schnell. Alle drei auf einen. Das war ein guter Schaden. Ja, der erste ist weg. Okay, Ryu, halte noch einmal durch. Na, kriegst du auch die volle Heilung. Naja, nicht zwar ganz die volle, aber ich heile dich dann wieder. Oh, scheiße, das reicht diesmal nicht. Egal. Das bisschen kriegt er jetzt auch noch ab. Und tschüss. So. Zuerst heilen. Ja, komm. Skias kann auch noch was vertragen. Rio kriegt auch noch eine Ladung. Man sollte wirklich auf Nummer sicher gehen. So. Dann will ich einmal hier rüber springen. Man hört diesen Vogel sehr laut. Und ich sehe gerade, ich hätte diesen Weg hier eigentlich gehen können. Ja, ich gehe gerne Umwege. Mann, ist das laut! So, ich muss wechseln. Dieser Vogel ist ja richtig schrill. wechseln. So, normal. Er steht nach vorne. So. Der Vogel ist weg. Scheiße. Ja, finde ich auch, Max. Das heißt, das ist übrigens nicht hey ja, was er sagt, sondern feier. Also Feuer oder ja, Feuer ausgesprochen auf Japanisch. Das ist ein Vogelnest. Was ist mit mir geschehen? Ich bin geschrumpft. Das fällt dir aber sehr früh auf. Aber wie? Warum? Was ist passiert? Ich kann mir später darüber Gedanken machen. Ich muss von hier verschwinden, bevor der Vogel mich frisst. Ja, ich glaube, so Ninafleisch mit Flügeln dran. Vielleicht könnt ihr Spaß dran haben, wenn du Pech hast. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich hier fliehen kann. Oh nein, er kommt zurück. Hallo, du Vögelchen. Iss mich nicht. Ich will doch ohnehin nicht gut schmecken. Oh, eine Raupe? Eine Raupe. Warte, du meinst, weil ich Flügel habe, bin ich eines deiner Küken und deshalb bringst du mir Futter? Lächel. Hör mal zu, Vögelchen. Ich bin kein Vogel, also ich mag Käfer nicht wirklich, verstehst du? Und oh nein.
Gegen was kämpfe ich jetzt? Gegen den Vogel? Tatsache. Okay. Nina gegen einen Riesenvogel. Nur weil sie den nicht essen will, hat sie ihn jetzt verärgert. Das ist ein bisschen unfair. Na, machen wir erstmal Windschnitt. Friss das. Fütterungszeit. Oh. Okay, dann kriegst du einfach mal Insekten vorgesetzt. Ah, die Arme. Sinieren. Was hat das jetzt gebracht? Habe ich jetzt überhaupt Schalen gemacht? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Okay, 171. Das war's schon? Hm, gut, so stark ist dieser Vogel nicht. 250 Erfahrungspunkte, okay. Nehmen wir gern. Vogelkot, ach du Scheiße. Was soll ich mit Vogelkot? Ich weiß zu schätzen, was der Vogel versucht hat für mich zu tun. Aber ich bin nicht bereit, für einen Käfer zu essen. Wäre ich auch nicht. Also ich würde bei Seven vs. Wild oder Dschungelcamp definitiv durchfallen. Jetzt muss ich herausfinden, wie ich von hier runterkomme. Du hast Flügel, Nina. Also sprich, das wäre ein leichtes. Okay, sie muss klettern. Warum einfach machen, wenn es auch schwer geht? Dort ist keine Spur von Nina. Vielleicht sollten wir es noch einmal versuchen. Das waren viele Kopfnüsse. Oh. Ryu, ich hoffe, das war nicht so schwerfällig, wie es jetzt aussieht. Wie es scheint, haben wir Nina gefunden. Sie ist zumindest weich gelandet, ne? Na, die Feen schon wieder. Es tut mir leid. Geht es dir gut? Naja, mehr oder weniger, ne? Knochen sind noch dran. Herrschin sagt, es wäre ratsam, jetzt zu gehen, bevor uns die Feen etwas anderes antun. Ah, ja, bevor die noch einen Streich spielen, ne? Deswegen weg von dir. Gute Idee. Ach ja. So, wir erreichen Worent. Gut, gehen wir mal ins Dörflein rein. Oder in Städtlein. Hallöchen. Ah ja, hier haben wir die Gleichgesinnten. Von Cray. Dieses Worent. Heimat der Woren. Wer hätte es gedacht? Ah, die haben sogar eine Dartscheibe hier. Ich denke mal, die wird er hier gut benutzen. Er steht zumindest näher dran. Ich will auch Daten. Naja gut. Kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier mit den Leuten ein bisschen reden. Dieses Pferd wurde vom Anführer der Woren im Krieg benutzt. Können wir auch mal so ein Pferd reiten? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich kann kein Pferd nachmachen. Vergesst es. Alles, was mein Junge tut, ist kämpfen. Ihr müsstet sehen, was er mit seinen Kleidern anstellt. Ich wette, er wächst heran, um später Anführer zu werden. Dieser Gesang bei den Lilan teilweise ist ziemlich cool. Der Krieg mag vorüber sein, aber man weiß nie, wann die Kämpfe wieder ausbrechen können. Aus diesem Grund bleiben wir wogend immer wachsam und vorbereitet für den Kampf. Das ist immerhin sehr ratsam, ne? Hier haben wir schon wieder so ein Vieh. Ich würde gerne mit dir da reden, aber es geht nicht, weil dieses Riesenvieh mir den Weg versperrt. Ach, es geht trotzdem. Ich wette, ihr habt noch nie zuvor eine von denen gesehen, oder? Sie werden Wellhornschnecken genannt. Wie ich hörte, benutzt sie das Kaiserreich anstelle von Pferden. Das mag zwar so sein, aber ich hatte bisher wenig Glück, diese hier zu zähmen. Sollen wir es mal probieren? Wellhornschnecke. Auch ein toller Name. Jetzt wäre mal interessant, wie die im Englischen heißen. So, oh, du bist sehr fleißig bei der Übung, wie es aussieht. Bring mir das bei. Ein Woren muss immer gut in Form und jederzeit bereit zum Kämpfen sein. Das sieht sehr stark danach aus, als wenn du wirklich dazu wärst. Ihr kamt durch den Wald, nicht wahr?
Ihr habt nicht irgendwelche Geister oder sowas gesehen? Nö, nur Feen. Und wir wurden zumindest nicht in den Zeh gezwickt. Müssen wir mal anmerken. Kein Problem. Meine Schwester hat mich wieder geschlagen. Ach Gott. Geschwister, die sich nicht ausstehen können, scheinbar. Nichts geht über den Anblick glücklich miteinander spielender Kinder, oder? Das bringt mich immer zum Lächeln. Naja, ich weiß nicht, ob Prügeln unter Kindern wirklich richtig spielen zu bezeichnen ist. Ich weiß ja nicht. Bei euch mag das vielleicht so sein, ihr Worend, aber bei uns Menschen ja weniger. So, da drüben habe ich aber hier noch eine alte Frau gesehen. Ne, ein alter Mann. Anscheinend hat wieder jemand meine Früchte gestohlen. Warte nur, bis ich denjenigen erwische. Wer auch immer es war, ich werde ihm ordentlich eine reinhauen. Ihr wollt alle irgendwie prügeln, kann das sein? Naja, Kämpfervolk halt, ne? Oh, Würfel. Nee, doch nicht. Ich kann ihn nicht nehmen, schade. Na gut. 3,1 Kilo Tomaten, oh. Das ist schon eine recht gute Ausbeute, Sinas. Also, wann kommt die Tomatensuppe? So, schauen wir hier oben mal nach. Sucht ihr den Anführer? Jupp. Er ist im Moment nicht hier. Ihr könnt stattdessen mit den Ältesten reden, falls ihr wollt. Okay, machen wir mal. Wenn wir keine andere Wahl haben. Hallo, Ältester. Es klingt, als hätte sich Cray ganz schön in der Bredouille gebracht. Wie kann es Ludia wagen, euch so zu behandeln? Das ist eine Beleidigung gegen die gesamte Nation der Voren. Das bedeutet Krieg. Das ist richtig. Wir werden ihnen zeigen, dass sie uns auf diese Weise nicht behandeln können. Halt, Moment. Macht euch nicht verrückt. Das war schon immer das Problem mit uns Voren. Zu viele Leute, die allzu schnell in Wut die Wut packt. Das stimmt. Nun, was sollen wir dann tun? Ich meine, Fräulein Nina kam den ganzen Weg hierher, um uns von den Schwierigkeiten zu erzählen, in die sich dieser Tollpatsch verstrickt hat. Das ist richtig. Es ist lange her, seit wir dich gesehen haben, kleine Nina. Du bist gewachsen. Ich weiß noch, als du so klein warst. Genug damit. Dafür wird später noch genug Zeit sein. Wir müssen darüber nachdenken, was man tun kann. Okay. Wenn nur Tarn hier wäre. Sie wüsste, was zu tun ist. Verzeihung. Wer ist Tarn? Sie ist die Frau des vorherigen Anführers. Möge seine Seele in Frieden ruhen. Mit anderen Worten, sie ist Crays Mutter. Als Cray Anführer wurde, hat sie beschlossen, das Dorf zu verlassen. Sie ging hinaus, um auf den goldenen Ebenen zu leben. Entschied sich, ein Nomadenleben zu führen, sagte sie. Tarn wäre vielleicht in der Lage gewesen, sich etwas auszudenken, aber ich befürchte, da können wir nichts tun. Wenn ich jünger wäre, würde ich mich selbst auf den Pfad schwingen, um nach Tarn zu suchen. Aber nun bin ich zu alt dafür. Naja, wir sind ja noch jung und dynamisch. Wir können es noch machen, glaube ich, oder? Ich verstehe. Ihr meint also, dass wir Tarn treffen sollten, richtig? Ja, gut geraten, Nina. Okay, das ist einiges an Variationen, die du da reinbringst, Sinas. Zumindest wird's dadurch nicht langweilig. Ich wette, Tarn würde einen Weg einfallen, um Cray zu retten. Ich wüsste auch einen, aber das wäre ja zu einfach für das Spiel. Tarn reist irgendwo in den goldenen Ebenen umher. Wenn ihr nach ihr suchen wollt, werdet ihr ein Pferd brauchen. Oh, ich darf endlich ein Pferd reiten. Immerhin etwas. Das Einzige, was wir können, ist kämpfen. Aber Tarn nicht. Ihr würde etwas einfallen, ganz gewiss. Okay. Dann gehen wir mal hier nach oben.
Hallo, du bist nicht Tarn, ich weiß. Ich nehme an, dass ihr meinen Lehrling Kahn nicht irgendwo gesehen habt, oder? Nein. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Dann schauen wir uns hier mal den Ausblick an. Naja, gut. Ist jetzt nicht der größte Ausblick, ne? Ihr schon wieder. Ach, dich kennen wir ja doch noch. Ich schulde euch noch etwas für das, was ihr mir in Sinesta angetan habt. Wartet nur. Ich werde euch spätestens da unten einholen. Oh nein. Da will ich nochmal sich gegen uns prügeln, oder? Bin ich aufgefrischt? Für alle Fälle? Ja, es geht. Ich sollte trotzdem erstmal die Party wechseln. Beziehungsweise es kann so bleiben. Skias kann hinten bleiben. Ja, gut. Lassen wir es so und gucken einfach mal, ob das gut ausgeht, wenn er gleich wirklich nochmal gegen uns kämpfen will. Ab geht's. Jetzt stehen sie sogar alle um diesen Topf herum. Was ist denn hier eigentlich? Ein Weg nach unten. Männliche Sachen haben wir hier bekommen. Okay. Mehr gibt's hier nicht. Nö. Schade. Aber besser als nichts zu kriegen. Ich meine, Kleinvieh macht ja auch Mist. Von daher. Ich kann ja mal gucken, wen das überhaupt passt. Ja gut, Nina schon mal nicht, das ist ganz klar. Ja, die Verteidigung dafür ist gut. Gebe ich auch direkt Ryu. So. Sonst noch irgendetwas, das Verteidigung bringt? Nee. Mehr habe ich noch nicht gefunden. Naja, ist ja auch nicht schlimm. So. Dann wollen wir jetzt hier weg. Und dann zur goldenen Ebene gehen. Sofern wir gelassen werden. Na, er kommt tatsächlich runter. Wartet! Oh. Das sieht sehr elegant aus. Autsch. Und tief. Ich habe mich jede Minute eines Tages miserabel gefühlt, seit ihr mich in Sinesta besiegt habt. Aus diesem Grund kam ich hierher, um bei den Voren zu lernen, den stärksten Kriegern in der Welt. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet und ihre Gebräuche trainiert und studiert. Ich bin stärker, als ich vorher war. Falls ihr denkt, dass ihr mich wieder besiegen könnt, dann kommt noch etwas anderes auf euch zu. Okay, das da wäre? So, womit fangen wir denn an? Mit Windschnitt. So, bei ihnen, ja, meditieren bringt ja nichts, ne? Weil ich habe ja keine FP. Kann ich die irgendwie auffrischen? Nee, habe ich jetzt nichts dabei für. Doch, ja, das ist die maximale FP, die ich erhöhen könnte. Was kann Vogelkot? Igitt kann zum Düngen verwendet werden. Okay. Irgendetwas anderes, das ich hier gerade einsetzen kann? Ich könnte Molotow-Cocktail einfach mal schmeißen. Machen wir einfach mal. So, erschienen. Machen wir Windschuss. So. Tigerfaust. Es geht gegen alle. Eieiei. Okay. Friss Molotow-Cocktail. Und erschienens Faust. Irgendwie wusste ich, dass ich mich auf Erschien wieder nicht verlassen kann. Wie dem auch sei, ich sollte Nina, glaube ich, erstmal heilen. Der Rest greift einfach erstmal an. Ich versuche nochmal den Wildschuss.
Vielleicht schafft Erschien ja doch noch einmal. Ah, und nochmal. Deswegen war es nicht verkehrt zu heilen. Nicht genug FP, was? Das war alles? Okay, du bist schwach. Ein einziger Angriff und er kann schon nichts mehr einsetzen. Tja, unser Genghis Khan kann dann doch nicht so viel, wie man angenommen hat. Na dann, Windschuss! Er schreit? Achso, naja, diese Scheiße wieder. Er macht zwar keinen Schaden damit, aber bricht Angriffe ab. So, noch einmal Windschnitt. Und in die Offensive. Na, diesmal schreist du nicht. Nö. Na, diesmal geht er auf Erschien. Oh, ich muss Erschien gleich heilen. Feier! So, nein, nicht Windschnitt. So, Erschien wird definitiv geheilt. Und ich bleib beim Windschuss. Ist vielleicht besser. Weil wenn er trifft, macht er ein bisschen mehr Schaden, wohl bemerkt. Okay, er will es jetzt aber auch wissen. Zumindest kann er nicht mehr auf alle gehen. Also da brauche ich schon mal keine Angst mehr haben. Das ist schon mal das Gute. So. Dann kann ich jetzt aber wirklich wieder Windschnitt machen. Und dann würde ich sagen, greife ich mir Lina einfach normal an, damit ich wenigstens noch ein paar FP habe. Hey. 87, naja. Ist jetzt trotzdem guter Schaden. Nein, kein Windschnitt. Feuer frei. Nein, er schreit schon wieder. Okay, Erschien ist die Einzige, die sich davon nicht beeindrucken ließ. Okay, auf ein neues. Na, verdammt. Na, schon wieder Schrei. So langsam wird's eintönig. Aber das ist halt alles, was er kann. Rumschreien und draufhauen. Wobei, wenn er draufhaut, das ja nicht ganz so schlimm ist. Seine FP hat er ja schon verbraten. Diese Hohlbirne. Deswegen kriegt er jetzt ein paar drauf. Gut, Lina hat ja schon angegriffen, von daher ist das ja nicht so schlimm. Ja genau, Max. Ein wahrer Schreihals. Ist alles, was er kann. Und damit will er irgendwen beeindrucken? Ich glaube kaum. Gut, diesmal war der Angriff beschissen. So, jetzt wurden alle abgebrochen. So, zeigt's ihm! So, Erschien, zeig's ihm! Yo, er ist zu Boden gegangen. Und er erprobt den Verwandlungsschrei aus Dragon Ball. Ja, wahrscheinlich wird er bald auch noch zum Super Saiyan werden. Wenn wir Pech haben, wenn er so weitermacht. Gut, das war's mit ihm. Zum zweiten Mal.